Zurück in die Zukunft. So könnte das Motto vom BMW-Team Schnitzer für die DTM-Saison 2012 lauten. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren vertrat die Mannschaft unter der Führung von Charlie Lam die Farben von BMW in dieser Serie. Und das mit großem Erfolg. 17 Mal überquerte ein Schnitzer-Pilot im BMW M3 als Sieger die Ziellinie. Zudem stehen 8 Pole Positions und 18 schnellste Rennrunden zu Buche. Seinen größten Triumph in der DTM feierte das BMW-Team Schnitzer gleich in der Premierensaison 1989, als Roberto Ravaglia den Fahrertitel für die Freilassinger erringen konnte. Knapp 20 Jahre nach dem bis dato letzten Sieg in der DTM am 11. Oktober 1992 in Hockenheim feiert das BMW-Team Schnitzer 2012 sein Comeback. Mit der Startnummer 7 geht der 28-jährige Franco-Kanadier Bruno Spengler für Schnitzer an den Start und wechselt damit nach 7 Saisons bei Mercedes zu BMW. 2006 feierte er seinen ersten DTM-Sieg. Ein Jahr danach verfehlte er den Saisontitel um nur 3 Punkte. 2008 und 2009 lief es für ihn nicht rund. In den folgenden Jahren jagte er dem Fahrertitel hinterher und verfehlte ihn jedes Jahr um nur wenige Punkte. Seine Prognose für die kommende Saison ist allerdings eher zurückhaltend. Auch wenn man Erfahrung hat und wenn das Team Erfahrung hat, ist es sogar schwierig, Erfolge zu haben, ja, von Anfang an. Wir haben in den vergangenen Jahren die Teams oder die Hersteller gesehen, die Erfahrung hatten, trotzdem manchmal auf eine Rennstrecke kommen und haben trotzdem Schwierigkeit, das ganze Wochenende ganz vorne zu fahren. Deshalb, mit einem Team wie uns, mit so weniger Erfahrung, kann es noch sogar schwieriger sein. Ja? Und das muss man schon erwarten, dass es könnte ein bisschen dauert erstmal, dass wir da ganz vorne fahren. Aber was sicher ist, dass unser Ziel ist, das so schnell wie möglich zu machen, dass wir so schnell wie möglich ganz vorne sind. Spenglers Teamkollege Dirk Werner ist ein DTM-Neuling und geht mit der Nummer 8 an den Start. Der 30-jährige Deutsche heimst den Meistertitel im Porsche Carrera Cup und in der Grand Am GT-Klasse ein. Zuletzt fuhr er für BMW in der American Le Mans Series und belegte dort Platz 3 in der GT-Klasse. Das wird eine riesen Herausforderung für mich natürlich, aber ich weiß, dass BMW alles gibt, um bestmöglich vorbereitet in die Saison zu gehen. Und das möchte ich natürlich auch machen, um direkt von Anfang an konkurrenzfähig zu sein und einfach zu zeigen, dass ich das Vertrauen auch rechtfertigen kann, das mir BMW vorausstreckt.